An diesem Screencast sehen wir, wie ihr neue Content, also kontinu an eurer Website, ersetzt. In der anderen sehen wir, wie ihr Bilder beifügt, YouTube-Video aufweisen lässt oder auch ein Google Maps-Karte. Dann gehen wir weiter, wir sehen, wie ihr ein Löscht erstellt. Und dann gucken wir, wie ihr eine Tabelle kann auf einer Website aufweisen lassen. Für die Aktivitäten zu machen, benutzen wir schon eine vorpräparierte Seite, wo man nicht viel Code schlussendlich müssen tippen oder schreiben, mehr wo man Sachen rekopieren oder wo man just ein paar Modifikationen brauchen zu machen. Die fand die präparierte Seite um Schulserver am HTML-CSS Folder und das kann ja also dann der Folder 1 Basics. Kopiert die Folder, so wie der du fand, integral river ob er einen USB-Stick an den HTML-CSS-Folder, den du leid. Wenn er das gemäht tut, da gehen wir an den End Basics-Folder rausgucken, was sich da befindet. Wir haben drei Sachen. Wir haben eine HTML-Datei, die Start.html heißt. Wir haben eine andere Datei, die mit der Dateiendung CSS abhält. Da sind Informationen dran, wie den Design hier wird sehen. Und dann haben wir einen neuen Folder, den Images heißt. Wir gucken das ganz einfach mal Start HTML an, an dem Start muss doppelt klicken und dann geht die Datei am Firefox ab. Das Resultat wird angewiesen, geht, als seit hat einen großen Titel, erste Schritte mit HTML und CSS, und dann ist als Datei an zwei Bereiche angedeelt. Einmal an den HTML-Bereich, da werden wir direkt schaffen, an den CSS-Bereich, dazu werden wir mich spät kommen. Was da ist natürlich noch interessiert, ist der Quellcode, den du hier drunter stehst, den der Browser mitteilt, was er soll, erwähnen soll, durchstellen. Für das zu sehen, klicken wir mit dem rechten Maustaste auf Start HTML und wir wählen aus dem Kontextmenü hier Edit with Notepad++ aus. Und dann geht Notepad++ ab. Erinnert ihr euch, Shortcuts für als Bildschirm an 2D zu teilen, wir drücken Windows-Taste und dann links für ein Fenster nur links zu verschieben, und Windows-Taste rechts für ein Fenster nur rechts zu verschieben. Mein Notepad++ ist low, voll in der Mitte vom Display, ich hätte die gerne auf die Längsseite, ich drücke Windows-Taste links. Und dann kann ich nach der Firefox auf die Rechtsseite schießen. Für den Moment interessiert also wirklich ganz strikt just den HTML-Bereich. Ich markiere den Enkeier, damit ihr wisst, worum wir als Gleichwerte kümmern. Also alles, was ich selektioniert habe, das interessiert uns. Wir gehen los an den Quellcode gucken und wir gehen zusammen Teil für Teil das Enkeier durch, für das ihr Enkeier als Erinnerung kriegt, wie ein HTML-Seite aufgebaut ist. Und über dem, dass wir das machen, kommen wir bei uns verschiedenen Aktivitäten. Man muss also für dich ein bisschen am Quellcode orientieren. Als Website geht un mit dem großen Titel Erste Schritte mit HTML und CSS. Das muss man da lo am Quellcode rumfahren, da wissen wir, wo wir können aufhängen zu gucken. Das sind also Speyer, hier in der Zeile 15 befindet sich den Titel. Den Titel befindet sich just inner dem Body Tag. An dem Body Tag, das bedeutet, dass das die Party aus vom Website, die auch angewiesen wird. Gehen wir an Zeile 15. Erste Schritte mit HTML und CSS. Du siehst da links jetzt, du findest den Tag H1 stehen, die kennen wir schon. H1 bedeutet, dass die größten möglich Überschrift ist. Das ist den Heading 1 mit der höchsten Stufe. Du siehst auch an dem Quellcode hier sind schon ganz viele Sachen auskommentiert. Das heißt, du hast beschrieben, was die verschiedenen Quellcode-Zeilen machen. Das ist eine Hilfe für euch, für das ihr hier noch immer im Raum fand, auf dann da direkt schon ein bisschen ein kleines Lexikon hat, wo ihr könnt noch gucken gehen. Zwei Zeilen drinnen steht der Zutitel HTML-Bereich, dem am Tag H2 versehen ist. Das ist also die zweitgrößte Überschrift an einer Seite, an die geht auch leicht mit Klang hier am Firefox angewiesen. Drinnen geht der Paragraph und am P-Tag. Den als Material, das just drinnen soll ein Bild angewiesen gehen. Wie es aber auffällt, ob es im Website erscheint doch kein Bild. Genau dem Problem gehen wir auf die Spur. Wir gucken uns die entsprechende Zeile am Quellcode an. Was das noch hier angehen? Zuerst wird ein neuer Paragraph gemäht und dann könnt den IMG SRC Tag, also den Tag, den ein Bild auffügt. SRC geht ja an, wo das Bild zu finden ist. Das Bild heißt wombat.png.
Das heißt, der Browser, der sich nur ein Bild, das Wombat PNG heißt, und zwar genau auf der Platz, wo auch als HTML-Datei aufgespeichert ist. Wir müssen also für den Fehler zu finden, an den Explorer gehen und als Dateistruktur. Ich gehe also innen auf mein Windows Explorer Icon und du hast die Fenster, die ich für drin abhat, wie wir die HTML-Datei gestartet haben, nach da. Und dann gucken wir als Unwetter die Schwierigkeit aus. An dem Folder befindet sich kein Bild, was wombat.png heißt. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Wir haben aber hier ein Repertoire, den Images heißt. Gehen wir mal gucken, was da dran liegt. Innerhalb vom Repertoire Images, da liegt das Bild wombat.jpg. Wir haben also hier direkt ein paar Probleme. Erstens, als am Quellcode vergiss gehen, den Browser mitzudelen, dass der soll an den Folder Images nur die Bilder sicher gehen. Und dann, wenn der Num-Vergleich, den am Quellcode steht, an den Num sowie das Bild tatsächlich heißt, sieht er auch keine Übernehmstimmung. Das heißt, wir müssen hier den Quellcode aufpassen, an den Browser mitdelen, er soll an den Images-Folder gucken gehen, und da nur Bild wombat_.jpg sicher gehen. Wir gehen hier ganz einfach den Quellcode ändern. Für den Browser mitzudelen, dass er soll an den Folder Images gucken gehen, schreiben wir den Num vom Folder 4 und den Dateinummer. In diesem Fall wird dann Images. Und wir trennen das mit einem Slash. Foldernum, Slash, Dateinum. Lo stimmt noch immer den Dateinum nicht, das heißt, wir passen den auch an. Das heißt, das muss ich lesen, Wombat underscore und dann nicht PNG, mehr JPG. Das ist ein anderes Bildformat. Voilà. Lo save mal die Modifikationen auf. Und wir gehen an den Firefox. Und wir laden als Website neu. Und wir hoffen, dass wir alles richtig programmiert haben. Und du hast das Bild. Lo funktioniert das Bild zwar. Wir haben ein neues Problem. Und zwar das Bild ist viel zu groß. Wir kennen aber schon Parameter, wie wir die Größe vom Bild beeinflussen können. In diesem Fall denken wir, dass das Bild nach schüst ein Drittel so groß bricht zu sehen, wie es lo an der Originalgröße ist. Wir brauchen lo just im Browser mitzudelen, dass die Breite vom Bild nach schüst soll in einem Drittel entsprechen vom Originalbild und der Browser passt dann automatisch Text mit an. Der Parameter, den wir brauchen, ist der Parameter Width. Als gleich und dann in das Anführungszeichen. So mit dem Browser, wir hätten gerne nach schüst Bild ein Drittel so breit, das sind 33%. Wir tippen 33% an, dann gehen sie physisch dazu. Den Espass nicht vergessen, haben wir drunter. Wir saven als Veränderung ein Gehör auf und wir laden als Website frisch. Wenn du die Meinung siehst, dass das dort zu klein ist, man nicht einfach wie das, dann schrauben wir hier einfach den Prozentwert rauf, so mal 50% noch schüsst halb so groß wie in der ursprünglichen Größe war. Wir saven Datei auch auf und wir laden frisch am Browser. Voilà, und Größe schon leicht verändert. Gehen wir weiter am Quellcode. Am nächsten Paragraph, den erinnert also im Wombat-Bild, beim wir auch völlig reich steht, kriegen wir mitgedeelt, dass der zweite Bild bei seiner Seite ein Foto von der Insel Ladig von der Seychellen ist. An der Day-Insel mit dem Wikipedia-Antrag verlinkt ist, oder wenn ihr auf Bild klickt, den entsprechenden Wikipedia-Artikel geladen wird. Guckt mal so, wie das erstellt ist. An der Zeile 25 geht dann ein Paragraph und für Bild, und da könnt den ersten Tag, den Ahref-Tag, den also auch geht, ja, wohin er geht dann der Link, wenn ich auf Bild klickt. Er sieht den Wikipedia-Antrag von der entsprechenden Seite. Hinten drunter könnt dann als ein IMG-SRC-Tag lädt der Browser Bilder ran. Anders als wir als Wombat, als das hier kein Bild, was um HDSG gespeichert ist, mehr als verlinkt auf seinem Platz, wo es am Internet steht. Ich gebe das Bild gerne ersetzen mit einem anderen Bild aus dem Internet zum selben Thema. Ich mache dafür hier einen neuen Tab auf am Firefox, und dass ich nicht nur Ladig Seychelles und klicken auf Images, für dann ein Bildresultat zu kriegen. Das Bild gefällt mir schon ganz gut. Wie bannen ich das an meiner Website an? Wenn ich auf das Bild klicke, dann wird das Bild geladen.
Das geht aber nicht so, dass der Link, den Uwe steht, rüberkopiert an den Quellcode. Weil der Link, den Uwe steht, ist gar nicht den direkten Link durch Bild, sondern das, ob die Aussicht, die Google Eyes hat, für und den richtigen Link, da wo das Bild auch gesaved ist, am Internet zu kommen, muss dann neben dem Bild jetzt auf View Image klicken. Lo kriegt er just Bild angewiesen, an dat als lo oben an der Adressbar den Link, den da braucht. Der klickt den Link un, der kopiert den mit Ctrl-C und dann ersetzt er den bestehenden Link hier an ihrem Quellcode mit dem neuen. Der wählt den Link un, den löschten und dann mit Ctrl-V für Paste paste da einen neuen Link ran. Und da save da Veränderungen auf. Wir gehen zurück auf unsere Website und wir laden sie neu, um zu gucken, ob wir richtig programmiert haben. Jo, hier haben wir das nächste Problem. Das Bild ist auch viel zu groß. Nein, ich meine einfach für das. Wir schreiben dann den Parameter Width drunter. Und da sehen wir, wie das dort ein ganz großes Bild ist. Nächst 30% und wir gucken, ob das Resultat alles zufriedenstellt. Wir saven und wir laden frisch. Da das auch relativ klein, mit 60% müsste das hier auch gedauert sein. Und also Link bleibt weiter hier bestehen, wir können auf Bild klicken und es geht dann den entsprechenden Wikipedia-Artikel ab. Mein Tabs am Firefox, die ich nicht brauche, die klicken ich rund so, für immer schön einen abgeräumten Bereich zu haben. Und dann gehen wir weiter bei den nächsten Zeilen am Quellcode. An der Zeile 27 haben wir mitgedeelt, dass Hilo soll ein YouTube-Video erschenken. Das aber weiter kein Code do. Und hier steht als Kommentar, dass wir an die nächste Zeile, also hier in diesem Fall Zeile 29, sollen den Code erfügen, für ein YouTube-Video auf unserem Website aufweisen zu lassen. Wähle immer als Lohn. Die macht YouTube ab an der Sicht ein Video von ihrem Schwa. Wenn ihr ein Video gefunden habt, den euch gefällt, dann klickt ihr den an. Der lässt seit vom Video laden. Die Schaltfläche, die noch wichtig ist und die es ermöglicht, genau das zu machen, was wir gerne hätten, ist der Punkt Share. Wenn ihr darauf klickt, dann geht ein neuer Bereich ab und du hast ein paar Möglichkeiten. Die erste Kategorie kennt ihr, da das die Kategorie, die ihr benutzt, für ein Video auf den sozialen Medien zu teilen. An die zweite Kategorie Embed, das ist das, was euch interessiert. Embed heißt so viel wie etwas abbetten, also etwas an eine Seite herabpflegen. Wir wählen die Kategorie un und du kriegst eine Zahl Quellcode, die schon ungewählt ist für euch, die da just braucht, zu copy-pasten river an ihre Quellcode. Und da wäre das schon. Wir kopieren mit Ctrl-C und wir pasten mit Ctrl-V. Wir speichern diese Veränderungen auf und wir gehen auf die Seite und wir laden sie neu. Und hier ist unser Video, das wir ausgewählt haben. Wir können den draufklicken und dann läuft das Video an. Und es ist so einfach, als es für ein Video auf eine eigene Website anzubetten. Der nächste Schritt ist gar nicht mehr schwer. Guck mal, was an der Zahl 30 steht. Hier kriegen wir mitgedeelt, dass ein Google Maps Card soll just drinnen angefügt gehen. Die Logik, die wir benutzen, ist genau dieselbe. Wir gehen in diesem Fall just eben auf Google Maps. Wir tippen maps.google.com an oder .lu, das geht auch. Und da sieht man nur einen Platz, der uns interessiert. Ich sehe nur La Digue als Insel für den Rund von den Seychellen. In diesem Fall wäre ein Satellitenbild aussicht vielleicht mehr interessant, dafür klicken wir schon auf Satellite. Hallo, proposiert Google hier, weil man nur einen präzisen Platz gesicht und auch automatisch verschiedene Optionen, in einem anderen Raum die Share-Option. Falls ihr dann den Share-Button nicht so präsentiert kriegt, wie das bei mir der Fall ist, dann findet die Share-Option oben links am Menü. Relativ an der Mitte findet der Menüpunkt Share or Embed Map. Wir klicken drauf und dann haben wir auch nächst die Option Embed Map, die uns interessiert. Wenn ihr da drauf klickt,
dann lädt Google Maps nach einem weiteren Fenster, die euch ermöglicht, den Layout noch ein bisschen zu ändern. Ihr könnt hier den Kadrage von der Karte bestimmen, ihr könnt auch nach der Zoom-Stufe verändern. Und durch die Tatsache, dass wir einen präzisen Platzgesicht haben, bietet Google also zusätzlich eine kleine Infobox. Wenn wir alles so angestellt haben, wie wir es gerne hätten, dann brauchen wir noch just oben den Link zu kopieren mit Ctrl-C. Und dann an unseren Quellcode ranzupasten mit Ctrl-V. Das ist also der komplette Quellcode. Wir saven unsere Veränderungen und wir gehen auf unsere Site gucken, wir laden frisch, um zu überprüfen, ob wir das richtig herangesetzt haben. Und hier ist unsere Google Maps Karte. So einfach ist es, also sehr geht es, für eine Google Maps Karte an den Site heranzusetzen. Ohne viel muss ich selber zu programmieren. Gehen wir bei als nächste Aktivität. Wieder um der angewiesenen Website gesehen, könnt ihr lo im Löschen. Wir haben zwei verschiedene Löschen hier angewiesen um Website. Die erste Löscht ist ein ganz einfach, wo all Item, all Element von der Löscht einfach mit einem Punkt angefordert wird. Die zweite Löscht ist ein durchnummeriert Löscht, und die Zahlen sind nicht manuell angetippt, aber die sind automatisch von der HTML-Spruch generiert. Wie sieht das lo am Quellcode aus? Wir scrollen hier ganz links und den Anfang von unserem Quellcode. Der Bereich von den Löschten ist schon mit vielen Kommentaren versehen. Also Paragraph fängt hier um mit dem P-Tag, wo da steht, dass hier eng einfach Punkt löscht anfängt. Das ist eine Zeile, die ich gerade hier selektioniere am Firefox. Nun gucken wir als Unwert an den Zeilen, die nur passiert. Der nächste Tag, den wir noch nicht kennen, den ist als den UL-Tag. UL bedeutet Unordered List. Unordered heißt ungeordnet. Also du hast keine Hierarchie an der Liste. Du gehen Liste, die Elemente so abgezählt, wie sie auf der Site gesetzt gehen. Den Tag innen drinnen, das ist den LI-Tag. LI steht für List Item. Also ein Element von der Löscht. All Item, den der gerne an der Löscht dran hat, muss da mit dem LI-Tag aufhängen, an den LI-Tag hinter dem Item, wenn er fertig ist, nicht zu machen. So erstellt er jeweils einen Punkt an der Löscht. Wenn er Löscht fertig ist, dann muss er das dem Browser mitteilen, indem er hier einen Closing-Tag UL hinschreibt, das heißt, das ist UL, mit einem Slash verdrohen. Da weiß der Browser, lo ist Löscht fertig. Wie das denn löscht als über Medien, probiert ein paar List-Items dabei zu setzen von Medien, die dann noch so benutzt, neben denen drei, die hier abgelöscht sind. Ich setze Lob als Beispiel eins dabei. Ich save meine Veränderungen und ich lade meine Website frisch. Und hier ist als neue List-Item. Gewesen. Die zweite Löscht ist also ein durchnummeriert, ein geordnet Löscht. Von der Struktur, wie sie abgebaut ist, am Quellcode gibt es bald keinen Unterschied, außer ein kleinen Buchstab, den ändert. Wenn ihr guckt, hier den Tag, den besieht, dass das Löscht aufhängt, den hat das ja nicht UL, sondern nicht OL. O steht in diesem Fall für ordered, also etwas, was geordnet ist. Und dadurch wisst der Browser, dass alle List-Item nur mit einer Nummer versiegelt. Nummerrotation geschieht automatisch, genau an der Reihenfolge, wie das List-Items merkt, wird Alkeas Zuhl im End herabgesetzt. Auch hier feiert das List fertig von der Zubereitungsanleitung für eine Pizza. Ich mache ein Beispiel für List-Item. List-Item zumachen, aufsaven und neu laden. Und automatisch als Hilo Feiertens dahinter geschrieben gehen, dass Pizza soll an den Öfen rausgeschoben gehen. Die letzte Aktivität in unserem HTML-Bereich ist ein bisschen mehr komplex. Auf einem Website kann ich nämlich auch Tabellen aufweisen lassen, die aus Kolonnen, aus Zeilen, aus Kopfzeilen bestehen, all die Sachen, die ihr schon aus dem Excel-Kapitel kennt. Es ist aber relativ mühselig, für so eine Tabelle per Hand am HTML abzusetzen. Dafür gibt es sogenannte Tabellengeneratoren. Du kannst sich ganz einfach seine Tabelle zusammenklicken und dann speit seit einem der fertigen Quellcode aus, den ich noch schließlich brauche, rüber zu kopieren. Am Kommentar an der Zahl 53
steht ein Link zu so einem HTML-Tabellengenerator. Der gesamte Kommentar kann ihn auch benutzen, für sich nach Sitten zu markieren, wo hier ein Material hat oder nützliche Tipps und Tricks, kann ihn alles an den Kommentar schreiben. Das steuert den Aufbau von der Website nicht, das geht nicht angewiesen. Wir wählen den Link aus. Wir kopieren ihn mit Ctrl-C und wir pasten ihn an einen neuen Tab ran, oben mit Ctrl-V. Und hier läuft ein Tabellengenerator. Ihr seht, es sieht jetzt schon einen gewissen Tabelle 4 gehen. Ihr könnt Größe oder beliebig ändern, indem ihr da oben bei Tabelle geht, Größe ändern und da wählt ihr die Größe aus, die ihr gerne hat. Für diesen Test hier wählen ich einfach eine Größe von 5 auf 2 aus, das ist 5 Zeilen an 2 Kolonnen. Wenn ihr das klickt, seht ihr, das sieht adaptiert direkt den Layout. Die erste Zeile, das geht als Kopfzeile, als ein Header von der Tabelle. Du schreibst dann die erste Zeile HTML-Tag. Wir haben eine Tabelle, die soll an der ersten Spalte verschiedene HTML-Tags enthalten. Und an der zweiten Spalte, da sollen die Erklärungen sich befinden. Ich tippe dann hier hin, Erklärung. Schauen wir die Zeilen innen drin abfüllen mit verschiedenen HTML-Tags und eine kleine Erklärung dabei schreiben. Ich mache nur ein Beispiel einfach hier an den Schulen. Eine von den letzten Sachen, die wir kennengelernt haben, und zwar eine Unordered List. Wie in Tagestat, man hat wieder gesehen, dass das UL für sie anzufangen und dann slash UL für sie abzuhalten. Ich habe heute noch eine Erklärung dabei geschrieben. Wenn ihr fertig seid, mit eurer Tabelle auszufüllen, dann ist es immer ganz wichtig, dass dabei aus der letzten Zeile ein paar Wäsche klickt, sodass bestätigt wird, dass euren Text an der Zeile aufgeschlossen ist. Immer noch, also Code generieren, wählen wir nach der Option CSS nicht generieren und so bleibt das ja nur all Freiheit für der Tabelle ein Layout zu gehen, so wie mehrere für richtig halten. Wenn das gemäht ist, da klicken wir auf den blauen Button Code generieren und dann am innersten Bereich, du erscheint den fertig programmierten HTML-Code, den wir einfach an unsere Website überholen. Der selektionierten, kopierten mit Ctrl-C und dann pasten wir ihn und den Anfang hier, ändert den geringen letzten Kommentar ran mit Ctrl-V. Und hier ist also Quellcode zu der Tabelle. Wir saven als Veränderungen und dann gehen wir auf die Seite und wir laden sie neu und wir gucken das Resultat an. Hier ist nur eine Tabelle. Wir haben zwei Spalten. Wir haben an der ersten Spalte als den Titel HTML-Tag, dann noch den Tag, den wir hier behandelt haben und die Erklärung, die dafür drin dabei geschrieben hat. In der Tabelle hat als HTML-Generator noch eine kleinere Klammzeile angefügt, erstellt mit dem HTML-Tabellengenerator. An die Zeile holen wir aber raus. Wir gehen einfach an den Quellcode, wir sichern den Bereich. Hier ist die Zeile, erstellt mit dem HTML-Tabellengenerator von und so weiter. Und wir löschen die Zeile ganz einfach. Wir saven, wir löten frisch. Und schon ist die Zeile hier verschwunden. Lo, als ihr sicher während dem ganzen Screencast aufgefallen, dass unser Sit, obwohl wir ihn ja mehr attraktiv gestaltet haben, mit Bildern, mit Videos, mit einer Karte, nicht wirklich gut ausgesehen. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir uns lo eben just um den HTML-Deal gekümmert haben. Das ist einfach just um den Contenu. Der nächste Screencast, den behandelt CSS oder den CSS-Deal von dieser Seite und da kümmern wir uns um den Design. Jeder, der selber Modifikationen noch weiterhin macht, erstellen wir von unserem Quellcode, so wie wir ihn haben, eine Sicherheitskopie. Das macht er, indem er da File Save a Copy As auswählt. Wir wollen eine Kopie erstellen, eine Sicherungskopie. Und da geht er eine neue Nummer an. Ich empfehle euch die Nummer original.html. Passt auf, dass ihr die Datei an der richtigen Repertoire saved. Datei muss am End Basics Folder sein, den sich auf eurem USB-Stick befindet. Also könnt ihr hier, indem ihr oben drauf klickt, verifizieren, dass ihr auch am richtigen Repertoire seid. Und das saven wir das auf. Wir haben eine Sicherheitskopie erstellt. Die hat hier relativ performant Grundgerüst fehlen. Die hat hier am Quellcode stehen, wie Tabellen funktionieren, wie Löschte funktionieren, ob geordnet oder ungeordnet. Wir haben geguckt, wie da könnt verschiedene Sachen arbeiten, Karten, Videos und natürlich auch Bilder. Ihre Aufgabe ist,
das Grundgerüst zu verändern und ihr eigene Website zu erstellen zu einem Thema, was dich interessiert. Und du solltest dann auch die Techniken benutzen, die wir hier gesehen haben. Die bereitet dich nur diesen Moment, just um den Inhalt zu bekümmern, also um den HTML-Bereich. Alles, was Design ist, das sehen wir, was wir bis als ein CSS geschafft haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesen vielen Experimenten und ganz viel Succes beim HTML-Codieren.